Eieieiei, Samsung. Ausgerechnet Samsung. Nicht schon wieder. Das arme Fold. Ach, ihr wisst ja noch gar nicht, wovon ich rede. Gut, also hier mehr. Ich bin Christian. Moin. Zuerst einmal die guten Nachrichten. Diese Woche haben die ersten Tester das Galaxy Fold bekommen und durften erstmals selbst an das heiß begehrte Gerät. Denn sind wir mal ehrlich, eigentlich ist das Fold nach all den Jahren der immer gleichen Telefone echte Innovation und endlich mal was Neues. Also bekamen Influencer erstmal das Ding, dann amerikanische Journalisten und in Deutschland Mario Götze, weil der gute Mann ja anerkannter Handy-Experte ist. Wie dem auch sei, Computerbild durfte sich davon auch schon ein Bild machen, das heißt, das Ding ist jetzt draußen. Was dann aber passierte, nun, das ist alles andere als günstig für Samsung. Also, das 2000-Euro-Smartphone ist bei vielen Testern leider schon kaputt. Und das aus mehreren Gründen. Einige Tester, darunter zum Beispiel MKBHD, haben auf dem Gerät eine Folie gefunden. Leider, und das haben sie erst danach erfahren, ist diese Folie aber nicht zum Abziehen, sondern quasi lebenswichtig für das Telefon. Als Resultat ist deren Fold also nun ja, ziemlich in den Binsen. Gut, eigene Schuld könnte man jetzt sagen, aber die Story geht weiter. In kürzester Zeit meldeten sich weitere Tester, darunter Mark Gurman von Bloomberg, Steve Kovac von CNBC und Dieter Bohn von The Verge. Allen ist das Display kaputt gegangen, teils auch ohne erkenntlichen Grund, teils auch weil da Schmutz unter dem Display war und irgendwie da reingerutscht ist, auf jeden Fall nochmal drei Geräte, die kaputt sind. Samsung hat sich inzwischen zu den Vorfällen geäußert und nach Angaben des Herstellers darf eben die Folie nicht entfernt werden, da dies möglicherweise zu Schäden führt. Also jetzt wissen wir ganz sicher zu Schäden führt. Höchstwahrscheinlich sind die Ausfälle also darauf zurückzuführen, zum Teil. Denn wie gesagt, Kovac und Bohn hatten die Schicht nach eigenen Angaben gar nicht abgezogen und trotzdem sind die Geräte kaputt. Samsung untersucht die Fälle jetzt. Damit steht die Frage im Raum, wie es jetzt mit der Auslieferung weitergeht, die ja bald schon stattfinden soll und ob Samsung es schafft, dieses Desaster aufzuklären. Das Problem ist nämlich, dass wirklich viele von dem Mega-Fail mittlerweile gehört haben und Samsung wohl echte Schwierigkeiten haben dürfte, die panische Herde wieder einzufangen. Denn Influencer-Reichweite funktioniert auch ganz wunderbar für negative Presse. Den Verantwortlichen hiermit alles Gute nach dem Note 7 wäre das nämlich ein ziemlich, ziemlich heftiger Schlag. Auch wenn sich das eben dann nicht lösen lässt und die Auslieferung sich verspätet oder die Kunden das Gerät bekommen und das da nach zwei Tagen kaputt ist, das dürfte noch ärgerlicher sein als geschenkte Testgeräte, die irgendwo rumliegen. Wir bleiben auf jeden Fall dran und knicken auch bald mal, was das Zeug hält, um zu gucken, ob da wirklich was dran ist. Aber so wirklich gelungen ist der Start von dem Fold leider wirklich überhaupt nicht.